Aufnahme läuft. Ich bedenke, ich bin jetzt bei der 106. Folge, ne? Wie viele Folgen wir ich gelöscht haben, weil die scheiße waren, ne? Ja. Und die so 5 Minuten dauern, ne? Tschüss. Weißt du, was ich überlege? Hau raus. Ich überlege, ob ich den ersten Doppelslot mache. Den ersten täglichen Doppelslot mit Gothic 2. Einfach morgens und abends jeweils eine Folge mit 20 Minuten raushauen. Ja, warum nicht? Wenn du die Slots dafür hast, kannst du das... Würde ich... tatsächlich auch machen, wenn ich großes Let's Play, also Singleplayer Let's Play über 100 Folgen habe, dann würde ich das auch machen. Ja. Also, sonst dauert der Let's Play einfach ewig. Was machst du da? Nix. Okay. Das war Armlehnen Verstellungsgetöne von meinem Stuhl. Oh, wir haben nur einen Vieh und das ist der Meuchler. Ich habe gehört Echo. Nein. Ich habe meine Frage. Wenn wir die Runde hier gleich fertig haben, könntest du mir mal Screenshots von deinem Plan machen? Weil ich finde die Struktur, wie du deine Excel-Tabellen gemacht hast, finde ich. Was hältst du davon, wenn ich den einfach als Datei schicke? Dann kannst du den so 1:1 kopieren, brauchst nur die Sachen auszutauschen. Ja, ja, ja! Bin ich geil! Hey, würde ich echt cool finden. Können wir machen, ja. Ich muss gleich erstmal gucken, ob ich Excel überhaupt hab. Nee, hast du nicht, aber können wir ja machen. Dann holst du dir auch das Office 365, ist sowieso voll geil. Das kostet einfach nur 10 im Monat. Das ist mega. Abo. Ja, gut. Erstens kannst du aber monatlich kündigen und zweitens ist es halt ein 10er, Alter, ne? Das ist für das, ja, was das kann, sehr viel. Hat er jetzt das ist wenig, sorry. Nein, nein, das ist das gesamte Office 365, Excel, PowerPoint, Word, ja, brauche aber noch OneNote. Excel. Ja. Wenn du es erstmal hast, wirst du es alles lieben lernen. Ja, wenn... Ja, kann ich verstehen. Und wenn ich es brauchen würde, auf jeden Fall. Aber wenn ich weiß, als Cover World, da habe ich die. Da habe ich tatsächlich von der CS2-Version von Adobe InDesign. Damit mache ich meine ganzen Textdokumente. Oder tatsächlich die World Sticky Notes. Mehr mache ich das nicht. PowerPoint, wenn ich es brauche, dann. Ich dass ich mir das anderweitig besorge, aber eigentlich brauche ich das nicht. Ja, aber Excel, doch, das kann ich mir gut vorstellen, weil das hat ja halt mehr zu bieten als dieses LibreOffice, ne? Ja, du wirst auch die anderen Programme mehr nutzen. Word zum Beispiel ist für die Textverarbeitung tatsächlich das Standard-Tool schlechthin und einfach, es gibt nichts Besseres. Und dann hast du ja mit Office 365 auch OneNote, was ziemlich geil ist. Dieses Notizprogramm. Ja. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, alles, was du in deinem Office 365 hast, auch zu teilen. Ziemlich easy sogar zu teilen. Kann man den Account sharen, dann überweise ich dir 5 Euro im Monat. Das können wir wahrscheinlich machen. Ich muss nur gucken, wie das geht. Weil eigentlich gilt mein Account bis zu 5 Personen. Das ist ja heavy. Überweise ich dir einen 5er im Monat und dann ist gut. Weil, 10er, so weil ein 10er wäre mir tatsächlich für jetzt noch ein Abo zu teuer. Aber das würde mir zwar nicht wehtun, aber war halt. Ja, wir gucken mal, dass wir meinen Account da. Ich muss das mal einstellen, dass ich da weitere Leute hinzufüge und dann geht das. Was halt auch mega geil ist, du hast dann so einen Terabyte OneDrive-Speicher online einfach, weißt du? Müsste ich übrigens mal einrichten bei mir. Alter, bei Sweet Bell geht gerade die Hölle ab, ne?
Ja. Magst du dir mal hier einen Hinweis holen, der in dem Port hier drin ist? Hier sind sogar zwei. Komm, ich muss mich gerade nur mit ein paar Zombies prügeln. Aber das können wir gleich gerne machen, weil das wäre echt cool, weil... vor allem natürlich mir die Maschine, weil ich finde nämlich so, wie du das gemacht hast. Ja, ich schick dir heute schon mal die Excel-Liste, das kann ich machen, aber das mit dem Office, das, da muss ich mir erstmal in Ruhe angucken, okay. Wie ich mich da anmelden muss und was ich da wo, ich sag mal, aktivieren muss, dass ich den Account sharen kann, weißt du? Alles? Ich glaube nämlich, dass du dann quasi einen eigenen Account bekommst über meinen und das muss ich einrichten. Also sprich, dich als Person hinzufügen. Ah, okay. Irgendwas? Ja, soll man zum Gefängnis? Also ja, okay. Durch ganz massives AIDS, aber ja. Nein. Ah. Ist das ein Immo? Ja. LOL. Meine Farm. Ich weiß, wo der Immo gerade ist, ey. Ach krass, und alle Ausgänge sind da oben, wa? Oh fuck. Was machen wir? Hin da, wa? Stopp! Nein! Ah, fuck, ey! Weil ich jemanden hab laufen hören. Wird vielleicht ich gewesen sein, ich bin hier gerade hoch. Hier nee, nee, einen zweiten. Einen zweiten. Soll ich hier oben bleiben? Erstmal ganz kurz, ja. Ach, hier oben ist ein Zombie, könnte vielleicht deswegen sein. Na komm. Lass mal gerade da hinten zu dem Planwagen gehen, bitte. Ja, bin ich für. Weil mit 3 Handdollar konnte ich mir jetzt nicht meine gewohnte Ausrüstung zusammenstellen. Ja. Oh, eine Chaosbombe, nice. Oh, eine Erstickungsbombe. Ja, dann muss ich aber zuerst anfangen zu brennen, Alter. Ja. Ah, dass ich dir die Erstickungsbombe nicht geben kann. Naja, ab und zu hab ich mit der Erstickungsbombe auch mal den Arsch gerettet, ne? Ja. Lauf mal richtig, ja. Welches Level ist denn eigentlich dann hier drin? Keine Ahnung, ich glaube 12 oder so. Oh, okay. Lass es mal ein bisschen langsam machen, wa? Nicht, dass wir schon wieder weggerotzt werden. Irgendwelche Nähe-Kurve dran vorbeilaufen. Aber so viel langsam kann man nicht mehr machen. Ah. Die werden sich ohnehin jetzt alle da oben hinbegeben, nach und nach, weil da die einzigen Ausgänge sind. Vögel, Vorsicht. Ja. Ach, diese blöden. Immo, weg hier.
Ja, wo sind sie? Die sind noch da, die sind auch im Spot. Dann. Ach, ich hab leider keinen Ausdruck. Ausdauer mehr. Sind immer noch da. Ja. So, jetzt leise. Ja. Plumps. Oh, da ist jemand gestorben. Noch on spot. Ich werf mal eine Chaosbombe. So, wir gehen ein bisschen rechts rum, würde ich sagen, ja? Oh, da ist was explodiert, ja. Da ist gerade einer gestorben. Ja, und da hinten war einer. Da läuft einer. Hab ich getroffen, ist rechts rum. Ja. Hinter dem Konstrukt rechts. Da sind zwei. Hier ist der zweite. Einen habe ich. Nice. Der zweite ist hier, ist links gelaufen. Dann sind das noch mehr. Dahinter ist er. Ich sehe ihn noch nicht. Kannst du zweimal schießen? Von deiner Position aus zweimal auf die Ecke da schießen? Ja, okay, bleib mal so. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da läuft er. Der Kumpel von dem. Wasch da mal hin und guck mal, ob das vielleicht sogar der mit dem Dings ist. Nee. Sind beide noch da? Ja. Ich will aber jetzt erst den einen Jäger erledigen. Ja. Aber der wird zum Ausgang gegangen sein, nehme ich stark an. Hast du was zum Brennen?
Ich glaube nicht. Nein, ich habe nur ein Dynamit. Also der ist auf jeden Fall eben, ja, nordöstlich von mir auf jeden Fall, da ist er gewesen. Hört hinten Immo, der ausrastet. Ja. Und Nord-Nordwest. Die sind aber immer noch on spot. Ja. Loote den Jäger mal. Ja. Yes. Ich guck. Chaosbombe. Wirf die mal Richtung Osten. So, ich laufe mal über die Straße. Dann lass uns Richtung Loot laufen. Ja. Ah, er kommt, glaube ich, oder? Oder war das die Chaosbombe jetzt? Hier liegt noch ein toter Jäger, geil. Ich lauf nach oben. Echt? Ja. Okay. Das schaffen wir aber, glaube ich, nicht mehr. Nein, 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 nein. Bei mir war ein Feind. Vorsicht, in der Hütte hier wahrscheinlich. Nein, da drin. Hab ihn, hab ihn. Tot? Ja, einer ist tot. Ich weiß aber nicht, ob hier noch jemand ist. Und ich bin schwer verletzt. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Eine Ausdauerspritze, das kann ich gebrauchen. So, beide Trophäen weg, aber das ist schon der zweite Jäger, den wir getötet haben. Yes. Ja, dann uns in den 4,5 Minuten Spritze einer geben, aber wa? Ja, das sollten wir tun. Hallo? Der Discord scheint Probleme zu haben. Hamate. So.
Missionsübersicht gibt es jetzt nicht. Mach jetzt aus, weil Discord ist abgeschmiert. Bis später.